So, hallo Freunde, heute ein neues Video von mir. Heute präsentiere ich euch ein älteres Kellersortiment und zwar den Superknall. Ihr könnt sehen, älteres Keller-Warenzeichen auf diesem Böller-Sortiment noch drauf mit älteren Böllern befüllt. Und die würde ich heute gerne testen und mal gucken, wie die so sind. Hat mich bei der Feuerwerksvitrine über 20 Euro gekostet und wir gucken jetzt, ob sich das gelohnt hat. Ich wünsche euch viel Spaß. So, ich werde jetzt mal einen Pyrocracker hier rausholen. Jeder Artikel, der hier drin ist mit grünem Backcover bzw. mit grüner Schrift. Wie gesagt, die Böller sind noch ein bisschen älter. Rote Farbe, Verarbeitung relativ gut eigentlich. Vorne sind sie zugestopft und hinten mit richtiger Wandung. Also sieht nach einem sehr guten Pyrocracker aus. Dann als nächstes Schiene Böller A. Sieht auch nach einer sehr guten Verarbeitung aus und steinhart. So, dann haben wir den Schiene Böller D. Auch der wirklich sehr schön verarbeitet. Vorne schön zugestopft und hinten mit dieser Folie. Gucken wir mal rein. Ja, also Tonerde natürlich schon vorhanden, aber das Ganze sieht noch sehr ordentlich aus und sehr hart. So, und als letztes den Superböller B. Hol ich auch mal einen raus. Sehr leicht auf jeden Fall. Sehr leicht, also lässt sich auch nicht eindrücken. Lässt sich nicht eindrücken. Ist vorne auf jeden Fall zugestopft und hinten wieder mit dieser Folie. Ich mache die jetzt einfach mal auf, um euch zu zeigen, wie das Ganze aussieht. Aber auf jeden Fall hart. Ja, ich wünsche euch viel Spaß mit dem Test. Wir hoffen, dass es laut knallen wird. Viel Spaß mit dem Test. Superknall Pyrocracker. Schön. Haarböller. Alter, was geht denn? Haarböller, Alter, hört sich an wie ein heutiger Super 2 oder D. Krass. D-Böller. Boah, brutal. Richtig gut. Oh, schade. Der ist nur verpufft. Superböller 2 oder Superböller B. Let's go. Ich erwarte das Schlimmste. Oh mein Gott! Alter, der war jetzt eben schon echt richtig laut. Boah, krass, richtig geile Teile.